Ja, hallo, grüß euch. Ja, sich Fragen stellen über die aktuelle Lage. Ich glaube, jeder von uns hat schon mitgekriegt, dass jetzt überall das große Zurückrudern stattfindet. Was meine ich mit Zurückrudern? Die merken irgendwie mit diesem Impfpflichtgesetz, das funktioniert anscheinend nicht richtig. Da haben sie Probleme mit der ganzen Verwaltung, mit den ganzen Menschen, das sind ja doch, da handelt es sich um Hunderttausende, die wahrscheinlich Einspruch erheben werden gegen dieses Gesetz, die was dann sagen, ich gehe zum Amtsarzt, ich lasse mir auf jeden Fall das nicht gefallen und so weiter. Das ganze Handeln, dann das ganze durchzusetzen, umzusetzen, wie exekutiert man dann das Gesetz und so weiter. Zum nächsten ist dann zu beobachten, in voll vielen Ländern fahren sie mit den Maßnahmen schon zurück und so weiter. Und ja, das ist so ein genereller Trend, was zu beobachten ist. Und da stellt man aber immer die Frage, war es das? Und ich glaube natürlich nicht, dass das war, sondern dass das einfach wieder eine Strategie ist. Also es erinnert mich, glaube ich, das war 2020, wie das angefangen hat. Da hat es immer wieder, wir beobachten immer diese Wellen, ja. Diese Abschnitte der Erholung, wo dann die Leute wieder eigentlich gesagt haben, jetzt ist eigentlich eh alles vorbei. Da haben dann damals in Linz bei uns am Hauptplatz, da war ja damals der Florian Ortner und so weiter, die was dann weiterhin nur die Demos gemacht haben am Hauptplatz, da waren immer, weiß ich nicht, 20, 30 Leute am ganzen Hauptplatz, oft, also es war oft erschreckend wenig, weil die meisten gesagt haben, was will denn der noch, das hat sich eh schon alles erledigt. Und damals ist aber damals wirklich von einigen Vortragenden auch immer schon gesprochen worden, von den ganzen Zwängen, von Impfzwang, was kommen wird, die sind auch belächelt worden, eben weil es in der Zwischenzeit wieder so die Zügel gelockert haben. Ja? Ich sage jetzt ganz bewusst die Zügel gelockert, weil wir kennen die eine diese Aussprache, diese von einem Politiker, einem Ex-Politiker, ja, ich will den Namen wieder nicht nennen, eh gerade vor kurzem, der was gesagt hat, wir müssen die Zügel straffen, ist eigentlich allein von der Wortbegrifflichkeit ein Wahnsinn, also absolut erniedrigend für Menschen, nur dazu so herablassend, wenn dieser Politiker von sich gibt. Ja, auf jeden Fall haben die Zügel dann wieder gelockert und jetzt schreien alle, ah, super, der Freedom Day kommt jetzt und der Befreiungstag und so weiter. Aber natürlich, die Masken bleiben uns schon noch erhalten. Und da allein muss man sich immer die Frage stellen, das ist das Typische wie im Verkauf, du setzt einen Preis voll hoch an, einen total überzogenen Preis, weil sobald das ein Mensch hört und im Kopf drin hat, hat er den Preis ja angespeichert. Und er hat sozusagen eine riesengroße Summe dann im Kopf drin und jetzt auf einmal lässt du 70% nach. Ja? Das gibt es sehr oft auch im Verkauf. Also ich war einmal im Außendienst und da haben sie ganz bewusst solche Taktiken angewendet. Du bist praktisch, hast total überzogene Preise angesetzt und dann hast du nachher gesagt, ja, du lässt einmal 70% nach und ich glaube 90% von den Kunden sind voll auf das eingefallen und das ist reine Verkaufspsychologie. Und genau das wird da auch angewendet. Das heißt, jetzt hat man wirklich die Leute geknechtet, versklavt und so weiter. Und jetzt kehrt man dann zurück und sagt, jetzt geben wir euch eh alle möglichen Freiheiten wieder zurück, aber die Masken bleibt. Und jetzt kennen wir sie eigentlich, wenn man sich zurückerinnert, nach ein paar Wochen Masken, wie das angefangen hat, haben schon viele Leute gesagt, boah, das ist ja Wahnsinn und wir hoffen, dass das in ein paar Wochen dann endlich vorbei ist. Aber wie man da hinkonditioniert worden ist, dass man jetzt sagt, na Gott sei Dank sind jetzt nur mehr, haben wir nur mehr Masken jetzt übrig. Also da sieht man auch schon von der Psychologie, wie die arbeiten, extrem perfide. Jedem, der was das nicht auffällt, sage ich, hallo, guten Morgen, aufwachen, ihr seid manipuliert worden und wenn ich das nicht reflektieren kann, ja, dann habe ich es sehr schwer im Leben, weil dann bin ich grundsätzlich immer offen für Manipulation oder durchschaue das nicht. Und natürlich wenden die solche Sachen an. Ja, wo geht das jetzt hin? Wie gesagt, ich glaube, dass das auch wieder so eine Taktik ist, dass man jetzt überall sagt, die Lockerungen, die Normalität kehrt zurück. Ich weiß nicht, wie es da weitergeht, wie das geplant ist.
von dem ganzen Umbruch, es ist Great Reset, wie das da dazugehört. Wahrscheinlich wird man dann wieder mit irgendwelchen neuen Varianten daherkommen, dass man dann nachher nur weiter, nur rigoroser vorgehen kann, dass man sagt, man hat zwar jetzt schon das Gesetz ein bisschen so installiert, viele interessiert es jetzt nicht mehr, weil jetzt betrifft es eh gerade nicht aktuell, aber im Hinterstübchen gibt es ja das und dann im Herbst oder was kann ich das dann voll einsetzen wie eine Waffe und mit voller Härte dann durchgreifen. Könnte eine Möglichkeit sein, ich weiß nicht. Wir sind mal im Michi, ich habe mir jetzt die letzten Videos von meinem noch nicht angeschaut, leider, wie er das sieht. Aber ich könnte mir das durchaus eben vorstellen. Wie gesagt, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Ich glaube noch nicht, dass das Ganze vorbei ist. Ich glaube, dass noch ganz was anderes nachkommt. Wenn man das im Gesamtkontext sieht, also wenn man das so sieht, dass man sagt, man will diese New World Order oder beziehungsweise Great Reset. Es ist einfach diese großen Spieler im Hintergrund. Das heißt, also ich rede nicht von nationalen Einschränkungen, sondern die ganzen internationalen Geschichten. Ist auch fraglich, warum das in anderen Ländern relativ locker ist oder wo man auch schon wieder die Zügel locker lässt. Ich glaube, mit Ausnahme Australien, da sind sie immer noch wie die Wahnsinnigen. Ich müsste mir jetzt wieder mal von Bernie aus Australien einmal ein Video anschauen, beziehungsweise vielleicht schneide ich euch da wieder mal was ein. Dass Andrews entschieden hat, dass jetzt 3 Spritzen mandatory werden, dass die eingebracht werden müssen, damit man seine Arbeit nicht verliert. Und Andrews will die 4. und 5. auch dahin bringen, dass es vorgeschrieben ist, die zu haben. Oder, wie er selber sagt, werden wir die Konsequenzen tragen, wenn wir das nicht haben. Didn't rule out a fourth and a fifth vaccination to be mandatory also. And yesterday that he wants that 3rd dose to be mandated within weeks. So was that your advice to government? I haven't been requested to provide advice on broader vaccine mandates at this stage. Thank you. So it sounds like the Premier is making these decisions without your input as yet. Es sind gerade viele Leute, die jetzt aus Australien hinkommen wollen. Wir wollen ja am 21.2. aufmachen hier in Australien, dass ihr alle herkommen könnt. Scott Morrison, unser Prime Minister, sagt, zweimal das Zeug im Arm, ihr könnt kommen. Und Andrews hat jetzt verlautbart, dass ihr müsst 3-mal das Zeug im Körper haben oder ihr dürft hier nicht herkommen in der Zukunft. Also es geht schon wieder los mit dem Andrews und mit dem Scott Morrison, mit diesem Power Game. Aber Andrews macht es ganz klar, wenn du nicht 3-mal das Zeug im Körper hast, du wirst nicht nach Victoria kommen. Von Bernie, was sie da gerade aktuell tut, weil Australien ist auch immer recht ein guter Maßstab für unsere Länder da, für Österreich, Deutschland, weil wir immer sehr ähnlich wie Australien sind. Und da, das ist immer so ein kleiner Blick in die Zukunft. Ich glaube, da kann man recht gut anhand von Australien vorausschauen, wie es eben dann bei uns werden wird. Ja, das sind jetzt so die kurzen Eindrücke. Ich weiß es nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, wie es sich einschätzt, wie es weitergehen wird, ob das auch jetzt nur so eine Täuschung ist, dass das die angebliche Lockerung und der angebliche Freiheitstag kommt. Ja, bis bald. Pfiat euch.